Hallo und willkommen zu einem Beispiel zur Limnologie. Die Dichte von Wasser in Abhängigkeit von der Temperatur kann unter bestimmten Bedingungen näherungsweise durch die Funktion Rho beschrieben werden. Wobei C die Temperatur, Rho von T die Dichte und A und B positive Parameter sind. Lesen Sie aus der Obing-Funktionsgleichung die Koordinaten des Scheitelpunkts S von Rho ab. Und argumentieren Sie mathematisch, dass der Scheitelpunkt ein Hochpunkt der Funktion Rho ist. Wobei ich jetzt mit dem zweiten Punkt beginnen möchte. Dazu sehen wir uns die Funktionsgleichung von Rho etwas genauer an. A minus B mal T minus 4 zum Quadrat. Der Ausdruck T minus 4 zum Quadrat ist als Quadrat einer Zahl stets größer gleich 0, wird also nie negativ. Multipliziert man diesen Ausdruck mit B, wobei B ebenfalls ein positiver Parameter ist, so bleibt dieser Ausdruck jedenfalls größer gleich 0. A ist laut Definition ebenfalls ein positiver Parameter. Was also passiert ist, dass von einer positiven Zahl eine Zahl größer gleich 0 abgezogen wird. Es kann sich also nur um einen Hochpunkt handeln, da im Idealfall 0 abgezogen wird. Wann immer eine Zahl abgezogen wird, die größer ist als 0, so wird der Wert, der sich ergibt für Rho von T an dieser Stelle, kleiner sein als A. Es muss sich also um einen Hochpunkt handeln. Eine andere Form der Argumentation wäre gewesen, diesen Term T minus 4 zum Quadrat auszumultiplizieren. Minus B ist dann der Koeffizient vor T Quadrat. Und nachdem dieser Koeffizient vor t² kleiner als 0 ist, muss es sich um einen Hochpunkt handeln. Lesen Sie aus der Funktionsgleichung die Koordinaten des Scheitelpunkts S von Rho ab. Ich möchte zu der Argumentation von vorhin zurückkommen. Was wir also abziehen, ist in jedem Fall ein Wert größer oder gleich 0. Im Idealfall, sprich wir erreichen das Maximum dort, wo wir genau 0 abziehen. Wenn wir also genau 0 abziehen, erhalten wir als Funktionswert für unseren Scheitelpunkt A. Die Frage ist noch, an welcher Stelle wird dieser Ausdruck hier 0? B ist ja immer positiv, also wann ist T minus 4 gleich 0? Und das ist an der Stelle 4 der Fall. Deshalb lautet unser Scheitelpunkt 4 und A.